Das ist mein Zauberstab! Avada Kedavra! Avada Kedavra! Oh shit! Aldemar HD. Toll. Hey Leute, hier ist Aldemar mit Fallout 4, ganz genau. So, wir waren zuletzt ja bei Grey Garden in der Nähe und ich habe ja gesagt, ich will in die Western Aufbereitungswasser... Wasseraufbereitungsanlage. Oh mein Gott, das ist ein deutsches Wort. Mann, wir sind noch die Besten da drin, ne? So, aber ich wollte einen kleinen Rundgang machen durch Sanctuary. Es ist nicht viel passiert, aber ich gucke andauernd, wie ich noch ein bisschen meine Werte hochkriege, damit vielleicht mehr Bewohner hier ankommen. Ich habe immer noch 8, das wird nicht mehr. Ich glaube, ich werde ein paar befehlen, nach Sanctuary zu gehen, damit wir das mal pushen können. Aber auf jeden Fall seht ihr hier, ich habe mal ein paar Trainingsgeräte gebaut. Die produzieren Fröhlichkeit. Ja, jetzt sieht das hier aus wie auf einem Knastgelände. Aber egal. Ist ja so ein bisschen Knast. Mein Knast. Arbeitet für mich, meine kleinen Sklaven. Ja, das ist, glaube ich, jetzt hier nicht weiter abgedatet. Das ist das Haus von Sturges. Ich guck mal gerade. Ich glaube, das hat eine neue weitere Etage bekommen. Es gab auch ein Update auf den Farmen. Das hier hat, glaube ich, ein bisschen mehr bekommen. Ich mache mal das Baumenü aus. Das nervt. Hier. Die Farmen haben was bekommen. Und zwar hier so eine Mühle. Ist das cool, oder? Es wird immer cooler. Die upgraden sich und sehen irgendwann immer geiler aus. Ich glaube, wir sind endlich sicher vor diesen verdammten Raidern. Aber das dauert halt alles, ja? Deswegen kann man super klasse nebenbei halt questen gehen oder was auch immer. Looten. Man muss ja auch Ressourcen sammeln und was weiß ich nicht was. Aber wie auch immer, ja? Los geht's. Ich will jetzt die Wasseraufbereitungsanlage fertig machen, damit ich mich nochmal um meine ganze Siedlung kümmern kann. Und dann überlege ich nochmal, ob ich nicht irgendwo mir Siedler abzwacke. So, Western Aufbereitungsdingensanlage. Die Mods müssten jetzt in der aktuellen Folge abgedatet werden. Also die Liste, die Modliste. Ja, dass die mal up to date ist. Weil ich bin da immer so ein bisschen schluderig. Ja, aber jetzt müsste sie up to date sein. Ich habe ein paar neue Sachen installiert. Und zwar den... Nuka-Cola Pip-Boy, den haben sich viele wieder gewünscht. Ich eigentlich auch. Ich habe ihn vermisst. Ich dachte, ich probiere mal was Neues aus, aber... nein, Sheldon will keine Veränderung. Was ist los? Such Dogmeat. Lang liebe Nuka-Cola. Lang liebe. Oh. Munition. Den habe ich noch gar nicht, den Helm. Aha. Jo, das Tolle ist bei den Supermutanten. Die haben nie viel Zeug dabei. Was eigentlich nicht toll ist. Was eigentlich schlecht ist, anstatt toll. Guck mal, das ist auch noch so ein Bunker. Ach, das ist der Ausgang, ne? Genau. Okay, oh, ich dachte gerade, das sind nur Vögelchen. So, Kate hat auch noch ein bisschen Munition. Vielleicht muss sie später zu ihrer Standardwaffe wechseln. Wo war ich jetzt nochmal? Siedlungen, Mods, genau. Ach so, Pip-Boy-Mod habe ich installiert. Dann ein Rucksack-Mod. Ein anderer als der hier, der, an dem man noch Waffen dran machen kann und so. Der hat aber nicht so viel Tragevolumen wie dieser Rucksack hier. Deswegen habe ich den nur geholt, weil der viel besser bei Kate aussieht. Dann schwebt der nicht, ja. Deswegen habe ich den geholt. Sieht ziemlich gut aus. Deswegen dachte ich mal, hol mir den mal für Kate. Aber dafür brauche ich Waffenfreak 2. Ja, und Waffenfreak 2 kann ich noch nicht. Sollte ich eigentlich mal hinskillen, aber wer weiß, wie lange es dauert. Ich weiß ja nicht, was ich skille, deswegen... Oh, ach ja, Gammler-Outfit, das habe ich hier liegen gelassen. Okay, seid ihr bereit? Ich will es. Wollen wir da reingehen? Wir wollen. Los. Töten wir... Meyerlurx, ne? Das ist das Hauptproblem hier, glaube ich. Hallo? Kundschaft? Keiner da? Hallo? Hallo? Unfassbar. Sonst antworten die doch immer. Alle meine Entchen schwimmen auf dem See. Schwimmen auf dem See. Köpfchen unters Wasser, Schwänzchen in die Höhe. Nein? Okay, was hab ich noch? Was hab ich noch? Ah, Game of Thrones. Ja, habt ihr es erkannt? Okay, was ist das hier für ein Lied? Das ist eine Hymne. Ha! Mal sehen, wer es in die Kommentare schreibt. Bin gespannt. Der bekommt eine Erwähnung im nächsten Video. Im übernächsten. Okay? Hey. Es dauert immer ein bisschen. Ich nehme mal ein paar Folgen auf, deswegen...
Kann ich mal machen. Mach ich ja eigentlich sonst nie. Aber ist auch eine gute Idee. Okay. Sehr gut. Ja, wer die Hymne errät? Als erstes. Ja, nicht wer alles, sondern wer als erstes. So, was haben wir hier? Kundenbereich, Terminal. Langweilig. First Level Support. Da findet man sowieso nie was Wichtiges. Büromaterial. Memo. Western Medienveranstaltung. Bla bla. Langweilig. Wir sind immer noch in der Eingangshalle, ne, Kate? Oh Mann. Ich hoffe auf jeden Fall irgendwas Mechanisches hier um Eiern. Geflickter Dreiteiler. Ah, wow, da war ein Ruckler. Wegen der Kiste. Ich nehme die Helme mal nicht mit. Eigentlich habe ich Maschinen, die dann zerlegen können. Deswegen muss alles mit. Die zerlegen nicht alles, aber einen Teil. Das werden wir ausprobieren. Water. Ich vermisse die Frischwasserkarawanen aus Fallout 3. Geh auf, öffne dich. Komm schon. Ja. Wie gefällt euch eigentlich bis jetzt Sim Settlements? Ist klar, dass ich halt nicht so viel Sim Settlements zeigen kann, aber ich glaube, der Grundgedanke ist, dass sich alles um Sim Settlements dreht, ganz gut. Was im Endeffekt mehr wird. Also, würde ich mal gerne wissen, was ihr davon haltet. Also von Sim Settlements im Allgemeinen. Das habe ich, glaube ich, schon ein paar Mal gefragt, aber wir werden sehen. So, alles klar. Kann losgehen, Kate. Kate, kommen Sie. Kommen Sie rein. Dann nicht. Ich fahre ohne euch. Was soll's. Ich habe meine Pistole auf Vollautomatik gesetzt und mal meine Waffen ein bisschen durchgeswitcht, sodass ich an den, Das Problem ist, oft sterbe ich, weil ich panikmäßig die ersten vier Tasten drücke. Und ich hatte Scharfschützengewehr und Einzelschusswaffen auf meinen Panikknöpfen, ja. Deswegen habe ich jetzt Vollautopistole, Vollauto-Impro-Knarre, Vollauto-Maschinenpistole, die leer ist und die Schrotflinte auf 4, ja. Der Rest ist dann Laser auf 5 und dann 6 ist Scharfschützengewehr. Unterhebelgewehr werde ich noch nicht benutzen, weil ich dafür keine Munition habe. Oh, oh. Killer Nummer 1, ey. Blut auf meinen Stiefeln. Warte mal, war da nicht noch ein zweites? Nee, ne? Kate hat... Ah ja, hier ist das. Ich kann mich doch erinnern, da habe ich die Tür mal benutzt, um mich vor den Meyerlöcks zu verstecken. Die waren so übel. Oh Mann, ja, kannst du dich daran erinnern. In Survival war das, glaube ich, ne? Oh Mann, da habe ich hier Munition... Habe ich die Folge überhaupt hochgeladen? Ich glaube, da war auch irgendwas. Irgendwie... Manchmal verschluder ich ja Folgen. Komm schon. Da war auch ein Terminal, das müssen wir noch knacken. Geschafft. Ach, ich muss noch ein Magazin holen. Wo habe ich das liegen gelassen? Scheiße, habe ich vergessen. Muss ich noch holen? Denk dran, immer wenn ich was übersehe, also was Wichtiges, wie ein Magazin oder eine Wackelpuppe, ja, ab damit in die Kommentare. Ich laufe dann dahin und hole das dann ab, ja. Ich habe mir das auch markiert. Ich schreibe mir das immer in so einer Textdatei ab. Rein. Und dann, was Gutes. Mist. Ich baue nichts. Guck, da ist das. Azars Holstered Weapon und Backpack. Ja? Backpack. Das geht aber jetzt noch nicht. Müsste aber in der Modliste jetzt stehen. Manchmal vergesse ich ein Magazin, weil ich es aufhebe, aber dann lade und lasse es dann liegen. Das ist immer so ein bisschen Memo, Betriebsbudget. Okay, langweilig. So, entweder gehe ich da runter. Ah ja, guck mal hier. Aha. Das war's schon, oder was? Ich muss doch da rein in die Anlage. Na toll, jetzt geht's los. Systemdiagnose, Betriebsweise. Ja, das ist... Achso, ich glaube, ich muss das trotzdem anmachen. Aktiv. Fehler. Pumpe. Okay. Achso, ich weiß wieder, wo ich... Ich glaube, in Radiostation Olivia. Muss ich gleich nochmal gucken. Ich habe auch hier, glaube ich, notiert, wer das gesagt hat. Wenn ich es mal nicht vergesse, kann ich es auch sagen. Danke für deine Hilfe, Kate.
Danke für deine Hilfe. Das ist super, Kate. Super. Oh, guck mal hier. Verdammt nochmal, ja. Verdammt nochmal, ja. Aber eigentlich will ich es immer töten, ja? Deswegen. Kommt mir das sauer. Das hat sicher wehgetan. Ich hasse Schlümpfe. Ich mag Schlümpfe. Aber ihr wisst, was ich damit meine. Cool. Cool. Oh, Plasmakartuschen. Ich habe noch kein Plasmagewehr gefunden. Würde ich gerne wieder haben. Ich muss meinen Watzmodus auch mal pimpen. Ich kann da noch nicht so viel watzen. Kate, wo bist du eigentlich? Kate? Kate! Zuckerkrustenkeks. Bist du immer noch oben? Das kann sein. Das wäre doch nicht so fein. Oh nein. Heben wir erstmal auf. Vielleicht kommt er jetzt. Dass sie oben ist, noch wegen dem Fahrstuhl. Oder ich die irgendwie rumkommandiert habe. Oh. Ach, das ist ein Hammer. Ich erkenne da nie was. Aber egal, ich sollte aufheben, wenn die Möglichkeit besteht. Oh, hätte ich kaputt machen können. Guck mal, Generatoren, die funktionieren, ohne dass ich sie ausmachen kann. Diese Knöpfe hier sind super, ne? Panikknöpfe. Kate! Ich brauche Kate unbedingt. Kate ist wichtig. Kate, Kate, Kate. Kate, Kate, Kate ist bestimmt oben. Wer ist sie noch? Kate, was machst du denn da? Komm jetzt. Hör auf rumzutrödeln. Ich hätte nie gedacht, dass ich das sagen würde, aber ich... Tja, ich brauche wirklich deine Hilfe. Oh, was ist denn jetzt los? Können wir doch... Oh. Na gut. Worum geht's, Kate? Es geht um alles. Uns verbindet eine Freundschaft und das heißt, dass ich dir vertrauen kann. Und ich hoffe auch, dass du mir den Rücken frei hältst. Denn das brauche ich jetzt mehr als sonst. Ich bin krank und kann das nicht länger vor dir verstecken. Okay, beruhige dich und atme tief durch. Wenn du krank bist, helfe ich dir. Okay. Okay, es geht um Folgendes. Seit ich von zu Hause weg bin, habe ich Psycho genommen. Ich weiß nicht, warum ich den Mist noch nehme. Aber ich kann einfach nicht aufhören. Ich habe alles probiert. Ich halte keinen einzigen Tag ohne den Scheiß aus. Und ich habe die Schnauze voll. Ich habe sogar hinter deinem Rücken genommen. Wenn du es nicht gesehen hast. Das Schlimmste ist, dass es mich krank gemacht hat. Ich spucke Blut und fühle mich richtig schlecht. Ich muss diesen Mist aus meinem Körper bekommen, bevor ich noch dran krepiere. Sag mir, wie wir dich wieder clean kriegen. Tja, vielleicht gibt es einen Weg. Aber der ist nicht einfach. Dort draußen soll es irgendwo ein Vault geben. Genauer gesagt Vault 95. Vault-Tec soll ihn für eine Art soziales Experiment benutzt haben. Dort wurden ein paar Junkies als Versuchskaninchen eingesperrt. Sie hatten angeblich eine spezielle Methode, um die Leute dort drin clean zu bekommen. Eine Art Maschine oder sowas. Wenn wir dort reinkämen, könnte mir diese Maschine vielleicht helfen. Kein Problem. Wir bringen dich dorthin. Ich kann es nicht fassen, wie nett du zu mir bist. Auch wenn ich dich enttäusche. Ich will nicht, dass du mich für einen runtergekommenen Junkie hältst. Für ein dummes Mädchen, das sich grundlos zerstört. Als deine Freundin bitte ich dich um Hilfe. Bring mich zum Vault 95. Sobald du bereit bist, mich von meinem Leid zu erlösen. Genau. Keine Macht den Drogen. Hilfe unter Freunden. Kate, keine Sorge. Aufgepasst. Ja? Hier drüben. Kein Problem. Komm zu mir rein, Schatzi-Pups. Komm. Komm. Ja. You're fine. You're fine. Wir gehen in den Vault, nachdem wir hier fertig sind und die Siedlungen upgradet haben. Solange muss noch aushalten. Geht doch. Kate, kommst du jetzt mit? Aufgepasst. Sag, was okay. Du brauchst. Und müsste ich gehen. Mich darum. Okay, so, jetzt gehen wir erstmal hier unten gucken. Gehen wir mal. Speichern. Oh, gib mir den schönsten Loot der Welt. Ich müsste eigentlich schon mal das zusammentreiben. Ja. Okay. Okay, folgendes. Ich bräuchte...
Dogmeat. Aufgepasst. Wir gehen in die geht in die Kampfzone. Komm her. Aufgepasst. Hm? Hier. Mach ich, Boss. Okay, ihr geht dahin und ich mache Krieg. Kate, bleib da. Wie, du kommst jetzt mit. Nehme ich denn? Ich fange mit der Schrotflinte an. Na, das gibt's doch nicht. Verdammt. Ich stolpere ständig. Hallo. Oh Mann, ey. Okay, du bist die Beste. Meine Güte. Erster Riss im Getriebe. Na egal, machen wir es so. Wow, was ist denn jetzt los? Was ist mit den... Ich sollte immer viel öfter Schrotflinten gegen die benutzen. Seit wann sterben die so schnell? Ist doch sonst nie so. Hast du gesehen? Kate, bam, tot. Ha, ein Klacks. Wir müssen hinten rein. Aber die Mine war dem Scheiß egal. Habt ihr gesehen? Oh Mann, Schrotflinten. Die besten... Mein Zauberstab! Avada Kedavra. Avada Kedavra. Die wollten hier raus, ne? Guck mal, die waren hier fest eingesperrt. Fest eingesperrt. Stimmt, wegen der Flutung. Avada Kedavra. Okay. Aha! Das wär's. Hallo? Oh, geil! Oh, geil! Ich liebe vollautomatische Waffen. Oh, ich dachte, Kate wäre tot. Du Schwein! Kate, du hast ja mal fast getötet. Boah, Kate ganz schön blutig. Ja, aber Kate. Öffne dich, Sesam. Na, 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 na. Nichts. Ich hab das Ding noch kaputt geschossen, wo ich gerade drauf geschossen. Na, egal. Und Angriff. Ich muss das Magazin immer leer schießen, ganz wichtig. Ich weiß, wie man Mädchen verwöhnt mit Knarren und Aktionen. Ja, so geht das. So habe ich meiner Freundin gezeigt. So habe ich sie kennengelernt, ja? Und ihr gezeigt, wie es geht. Ich habe Fallout gespielt und das hat sie so angeturnt, dass sie meine Freundin wurde. Hallo? Ah! Ich glaube, da war ein Meyer-Lurk. Mach mal zu, ne? Greifen die sich nicht an? Nicht? Oh, gebackene Blähfliege. Ich lade das mal lieber nach. Ich kenne doch mein Problem. Ich muss die Dosis verringern. Jetzt redet Kate von Dosis verringern und so. Vorher auch nie gemacht. Okay. Ach, guck mal, hier sind wir. So einem sicheren Podest. Spider-Man! Das ist mein Zauberstab! Avada Kedavra! Avada Kedavra! Oh shit! Halt ihn auf, Kate! Ich hol Hilfe! Oh scheiße, ich kann hier nicht schwimmen! Das geht gar nicht. Ah, Gott sei Dank habe ich Kate. Oh Gott!
Mein Gott, Walter! Nein! Shit, 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 shit. Ich kann nicht mehr springen, weil ich verkrüppelt bin. Okay, wir machen es auf die Folgemethode. Ich habe zwei Arten des Überlebens jetzt. Okay, alles klar. Habe ich... Ich habe noch Jet bestimmt noch. Komm schon. Okay, bereit? Bereit, los geht's. Ich bin überladen, kann das sein? Nein! Oh, es war eine gute Idee. Ich bin aber auch ein Krüppel. Oh Mann, wo habe ich den gespeichert? Ich werde immer schreckhafter. Okay. Machen wir das nochmal neu. Irgendjemand oder irgendwas. Oh, Jesus. Jesus! Wo ist denn jetzt hingefallen? Da sind die, guck mal. Man kriegt sie aber nur jetzt nicht kaputt, das ist so ärgerlich. Ich mache jetzt erstmal die Maya-Lurks weg. Achtung! Simsalabim! Sabrina! Hex, Hex! Hex, Hex! Es hat nicht funktioniert! Ich habe den Kate-Zauberspruch auch noch. Kate! Okay, Granaten. Granaten. Halt die Stellung. Dogmeat, du machst das schon. Hahaha. Oh, scheiße. Volle Deckung. Ach, bah. Kate, hinter dir. Ich kann den ganzen Tag warten, bis du dich zeigst. Mädchen verwöhnt. Ich muss noch unbedingt den Spraddle-Skill lernen, damit die besser zerfetzen. Ah! Okay, machen wir es so. Hey. Okay. Jetzt kommen aber noch mehr Maya-Lurks. Die Maya-Lurken. Egal. Leute, ich muss jetzt mal abspeichern. Ich will überziehe und deswegen machen wir jetzt mal hier Schluss. Wir sehen uns nächste Folge wieder bei Fallout 4. Und bis dann. Haut rein, Leute.